Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und Katja, wir machen ein richtig dann cooles Baubattle. Wir werden nämlich hier in 5 Sekunden ein Baumhaus bauen, dann hier in einer Minute ein Baumhaus bauen und hier in 5 Minuten ein Baumhaus bauen. Schau mal! Okay, als erstes werde ich hier in der vorgegebenen Zeit die 3 Baumhäuser bauen. Du bist hier hinten dran und darfst nicht luschern und stoppst die Zeit. Danach bist du dran mit Bauen und ich bin sehr gespannt, von wem die 3 Baumhäuser am besten aussehen. Okay, ich habe alle Blöcke bereit, die ich brauche für das 5 Sekunden Baumhaus. Ich bin bereit. Auf die Plätze, fertig, los. 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, stopp. Oh nein, ich habe mich ein bisschen verbaut. Oh, es sieht aber relativ süß aus, muss ich sagen. Ja. Okay, das ist mein 5 Sekunden Baumhaus. Dann geht's weiter zum 1-Minuten-Baumhaus. Okay, da habe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger Zeit. Ich bin bereit, Katja. Und los. Oh, die 1 Minute läuft. Okay, ich muss mich hier auch relativ schnell beeilen. 1 Minute ist auch nicht allzu lang. Sag dir bei 30 Sekunden nochmal Bescheid. Ja, danke, danke, danke. So und so, da baue ich hier erstmal die Baumkrone. Dann kommt hier oben das Baumhaus drauf. Wie lange habe ich noch, Du hast noch 35 Sekunden. Oh, 35 Sekunden noch. Okay, ich muss mich beeilen, Dann wird das hier auf jeden Fall das Dach so. Ja, oh nee, das sieht nicht so aus, wie ich möchte. Nein, das will ich gar nicht so bauen. Oh, noch 20 Sekunden. Die Leiter zum Hochkommen. Oh, oh, oh. Beziehungsweise rein. Okay, mein Baumhaus ist 15 Sekunden. Noch 15 Sekunden. Oh, das sieht nicht so aus, wie ich möchte. Nee, ich wollte hier ein kleines süßes Dach bauen. Ha, und mach ich noch das so? 5 Sekunden. Oh, oh, noch 5 Sekunden. Da werde ich hier vielleicht noch ein paar mehr Blätter drumherum bauen. Und stopp. Okay, das ist mein 1-Minuten-Baumhaus. Das sieht nicht ganz so gut aus. Also ich muss sagen, Katja, mir gefällt fast mein 5-Sekunden-Baumhaus ja besser als das 1-Minuten-Baumhaus. Aber für das 3. und letzte Baumhaus habe ich 5 Minuten Zeit und ich bin bereit, Katja. Auf die Plätze, fertig und los. 5 Minuten für dich. Still. Okay, ich werde auf jeden Fall den Baum etwas größer bauen. Ganz genau so und auch höher natürlich. 5 Minuten habe ich hier insgesamt Zeit. Ich werde zusätzlich hier auf jeden Fall noch, naja, Wurzeln platzieren. Ganz genau so. So, ja, ja, das passt sehr gut. Okay, ich muss mich aber trotzdem ein bisschen beeilen, dass mein Baumhaus auch relativ schön aussehen wird. Okay, da werde ich den Baum vielleicht so hoch bauen. So, ja, ich glaube, die Höhe passt ganz gut. Da werde ich natürlich hier einiges an Blätter drumherum bauen, dass der Baum auf jeden Fall relativ schön aussieht. Und Katja, wie viel Zeit habe ich noch? Beziehungsweise die erste Minute ist vorbei. Oh, die erste Minute ist vorbei. Okay, noch 4 Minuten habe ich Zeit. Okay, hier werde ich auf jeden Fall noch ein paar Äste bauen. Ganz genau so. Ja, das ist sehr gut. Da werde ich hier natürlich noch ein paar Blätter dran platzieren. Ganz genau so. Zack. Ja, das sieht sehr schön aus. Hier auf die Seite kommen auch Blätter dran. Einmal so drumherum. Und hier nochmal. Und so gefällt mir der Baum auf jeden Fall schon sehr gut. Da kommt hier auf jeden Fall die Leiter nach oben. Ganz genau so. Ja, das ist tipptopp mal schön. Da werde ich vielleicht hier den Baum noch ein bisschen erweitern. Vielleicht ganz genau so. Das gefällt mir sehr gut. Vielleicht werde ich hier noch ein paar kleinere Äste ranbauen. Ganz genau so. Vielleicht. Da werde ich hier oben auf jeden Fall noch ein paar mehr Blätter hinbauen, dass der Baum im Gesamten noch ein bisschen größer ist. Du hast noch 3 Minuten. Oh, noch 3 Minuten. Okay. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut. Vielleicht werde ich die Blätter hier nach oben noch ein bisschen erweitern. Ganz genau so. Ja, das ist sehr gut. Okay, da werde ich hier oben auf jeden Fall mein Häuschen bauen. Hier kommt das Dach oben drauf. Also ich muss sagen, Katja, das Baumhaus an und für sich ist nicht allzu groß. Nee. Ich werde hier auf jeden Fall noch ein paar mehr Gläser reinbauen und das auf jeden Fall noch ein bisschen nach hier hinten erweitern. Hm, ganz genau so. Ja, ja, das gefällt mir sehr gut. Dann kommt hier vorne auf jeden Fall eine Tür rein. Ganz genau so. Da geht es hier ins Baumhaus rein. Den Boden werde ich auch hier aus den Blöcken bauen. Und hier werde ich Fenster reinbauen, dass man hier eine relativ schöne Rundumsicht hat. Ganz genau so. Ja, das gefällt mir sehr gut. Da werde ich hier auf jeden Fall noch eine Art kleines Dach drauf bauen. Ich kann dir sagen, Karte, mein Baumhaus ist nicht allzu groß. Ist schon ziemlich winzig. Ich müsste eigentlich mein Baumhaus noch ein bisschen einrichten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich genug Zeit dafür habe. Ich mache jetzt erstmal hier das Dach so und so. Oh, das sieht sehr süß aus. Ja, ja, das Dach gefällt mir sehr gut. Vielleicht lasse ich das hier eins rüberschauen. Ganz genau so. Ja, das sieht sehr schön aus. Da kommt hier auf jeden Fall noch ein kleines Fensterchen rein. Blätter kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr bauen. Ganz genau so. Ja, Blätter kommen hier einmal drumherum auch noch. Oh, das sieht sehr schön aus. Da werde ich auf jeden Fall... Die letzte Minute hat angebrochen. Oh, in der letzten Minute werde ich auf jeden Fall hier noch mein Baumhaus ein bisschen einrichten. Dann kommt hier das Betten. Oh, 30 Sekunden. Platz.
3 Sekunden noch. Das kommt jetzt vielleicht doch hier hin. Ich habe keinen Platz in meinem Baumhaus. Es ist super, super, super doll eng. Ja, die Handtücher kommen jetzt hier oben hin. Ich hätte noch einen Pömpel. Ich habe keinen Platz für den Pömpel. Ich habe keinen Platz für gar nichts. Ich habe Platz nur 15 Sekunden. Das gibt's doch nicht. Ja, der Wecker kommt da oben hin. Gott. Ich habe keinen Platz. Okay, das kann ich noch hier hinhängen. Okay, ich glaube, damit ist mein Baumhaus auch schon fast fertig. Und Start. Sehr gut. Okay, das hier ist auf jeden Fall mein 5-Minuten-Baumhaus. Ich muss sagen, es gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut. Okay, du kannst sehr gerne rüberkommen, Katja. Und dir hier als allererstes mein 5-Sekunden-Baumhaus anschauen. Und stopp insgesamt. Ja. Und bitte umdrehen. Und dies mit der Hundehütte. Ja. Auf jeden Fall ein bisschen Holz platziert, 2 Blätter platziert und ganz schnell obendrauf noch die Hundehütte platziert. Das habe ich auf jeden Fall in 5 Sekunden gebaut. Das ist nicht schlecht. Ganz gut. Dankeschön. Ja, wow. Na gut, okay, dann haben wir hier das 1-Minuten-Baumhaus von dir. Ja, das gefällt mir nicht ganz so gut. Du kannst dich sehr doch gerne umdrehen. Das habe ich in 1 Minute gebaut. Das ist ja winzig. Ja, das ist sehr doch klein und hier oben das Häuschen gefällt mir auch nicht so ganz gut. Der Baum ist auch nicht so ganz groß, aber 1 Minute ist auch echt sehr wenig insgesamt. Okay, dann bitte hier rüberkommen für mein 5-Minuten-Baumhaus und du kannst dich sehr doch gerne umdrehen. Und? Oha, der Baum sieht voll schön aus. Dankeschön. Hier mit den ganzen Ästen und Blättern. Dann kommt man hier oben rein. Es ist sehr, sehr klein leider. Man hat nicht so viel Platz. Ein kleines Bett, eine Toilette hat man. Hier das kleine Dach oben drauf. Hier hat man nochmal ein das extra Dächlein. Ja, und hier unten kann man duschen insgesamt bei meinem Baumhaus. Sieht aber süß aus. Dankeschön. Und Kate, jetzt willst du die 3 Baumhäuser bauen. Okay, das erste Baumhaus musst du in 5 Minuten bauen. Ich stelle mich hier hinten dran. Ich sehe absolut ganz so gar nichts. Und die 5 Sekunden laufen ab jetzt. Oh, oh. 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden und 5 Sekunden. Oh. Ja. Sieht dementsprechend aus. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Oh nein. Okay, jetzt hast du 1 Minute Zeit für dein Baumhaus. Das kriege ich hin. Deine 1 Minute läuft ab jetzt. Ja, ich hoffe echt, dass das einigermaßen schön aussehen wird hier. Ich bin auch sehr gespannt. Es sind schon 15 Sekunden rum. 3, 2, 1 und stopp insgesamt. Deine Minute ist um. Deine 5 Minuten laufen ab jetzt. Und Katja, gleich ist deine 1. Minute rum. Dann hast du nur 4 Minuten Zeit. Wirst du einen relativ großen Baum bauen? Ja. Okay. Ich bin gespannt. Ja. Du musst auf jeden Fall darauf achten, dass der Baum nicht zu groß wird, aber auch nicht zu klein, sonst wird es sehr, sehr doll eng mit der Zeit. Ja. Es ist schon 1 Minute und 15 Sekunden rum. Genau jetzt hast du noch 2 Minuten Zeit für dein Baumhaus. Ja. Okay, ein bisschen Einrichtung brauche ich jetzt auf jeden Fall erstmal, bevor ich hier weitermache. Ich glaube, damit könnte ich auf jeden Fall mir ein paar Pluspunkte holen. 4 Minuten und 40 Sekunden sind um. Das heißt, du hast nur noch 20 Sekunden Zeit für dein 5-Minuten-Baumhaus. 3, 2, 1 und stopp insgesamt. 5 Minuten sind um. Ich schaue mir als allererstes dein 5-Sekunden-Baumhaus an. Da bin ich sehr doll gespannt, wie das aussieht. Oh, was hast du denn hier gebaut? Wie süß. Ein ganz kleiner Baum mit ein paar Blättern und einem Bett obendrauf. Ja, es ist auch eher sehr wackelig mit dem Bett hier. Das hast du in 5 Sekunden gebaut. Das gefällt mir auf jeden Fall schon. Ne, relativ gut. Aber wie cool. Danke. Okay. Na gut, aber 1 Minute sieht schon mal besser aus. Ja, ich drehe mich um und. Und da siehst du auch mein, mein Problem. Wie cool. Dein 1-Minuten-Baum hast du so gebaut. Du hast hier sogar mit Baumehl ein paar Blümchen und Gras drumherum gebaut. Okay, dann geht's hier zum letzten finalen 5-Minuten-Baumhaus. Ich komme rüber. Das ist ein Puddelmuddel geworden. Und ich drehe mich um, Katja. Oh, was hast du denn hier gebaut? Das 5-Minuten-Baumhaus aus 2 Bäumen? Ja, guck mal, man geht hier so rüberspringen. Oh, tatsächlich. Man hat hier den Eingang. Ich wollte es auch ein bisschen zuner machen, damit es mehr aussieht wie ein Baumhaus, aber ich hatte keine Zeit mehr. Und hier oben haben wir auf jeden Fall die eine Seite des Baumhauses. Ja. Und dann geht hier ein kleiner Jump'n'Run rüber zu einem kleinen süßen Schlafzimmer. Aber man hat ihn doch auf dem Kopf und das ist ja das Wichtigste. Hier auch. Das stimmt. Aber es ist ein bisschen offen halt. Und das gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Und schau mal, Karte. Hier oben haben wir mein 5-Sekunden-Baumhaus. Hier unten haben wir deins. Oh, wie cool das aussieht. Dann haben wir hier mein 1-Minuten-Baumhaus und dein 1-Minuten-Baumhaus. Da muss ich sagen, dein 1-Minuten-Baumhaus gefällt mir auf jeden Fall viel besser. Ich habe halt ein Bettchen platziert. Das stimmt. Hier oben haben wir mein 5-Minuten-Baumhaus und hier unten haben wir dein 5-Minuten-Baumhaus. Und Leute, ihr könnt richtig, richtig doll gerne in die Kommentare schreiben, welche Baumhäuser euch am aller doll besten gefallen haben. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
gefallen, lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.